So, da wären wir wieder. Und was mir gerade auffällt, die Tischtennisplatten werden jetzt hier einigermaßen benutzt. Warum ruckelt das gerade? Die Tischtennisplatten werden hier einigermaßen benutzt. Also bauen wir davon am besten gleich nochmal eine. So, dahin. Und noch ein Getränkeautomat. Auch wenn ich nicht wirklich denke, dass sich da so lange Schlangen bilden werden. Aber wer weiß, kostet ja nur 1000. Und wir sind ja reich. Also, so fast. Ich habe mir ja sagen lassen müssen inzwischen, dass das nicht wirklich viel ist. Aber na gut, für mich ist es viel und das reicht erstmal. Hier wird alles besetzt. Sehr gut. Was sagt die Weltkarte? No. Okay, zwei Arbeiter, das ist zu verkraften. Das ist schon schwieriger. Ihr versteckt euch mal. Ihr versteckt euch mal. Und wo noch mehr Leute da hinschicken? Ja, komm. Schicken wir da nochmal zwei davon hin, dann hätten wir 10 da. Und hier haben wir schon mehr als genug. Sehr schön. Die Jungs sind immer noch am Verschwören und hey. Die haben den jetzt schon gefunden. Warum wurde ich denn nicht benachrichtigt? Okay. Aman Krishnan ist ein charismatischer Schurke, der von der indischen Öffentlichkeit angehimmelt wird, die ihn das wie eine Art Robin Hood in ihm sieht. Seine Popularität ist das Einzige, was die indische Behörden davon abhält, ihm den Garaus zu machen. Habe ich gerade Pause an? Nein. Okay. Wenn die Menschen wüssten, dass seine Haupteinnahmequelle darin besteht, unberührbarer für illegale medizinische Forschung zu verkaufen, wäre sein ganzer Ruhm dahin. Da kann ein bisschen Erpressung nicht schaden. Richtig. Risiko ist hier schon mal 2. Und wir brauchen mindestens 5 Kammerdiener. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sagen wir mal, da die Wut in dieser Region noch sehr gering ist, weil halt fast keine drin sind, schicken wir auch noch mal 8 von den Wachen mit. Und einen Techniker. Und sobald die da sind, gehen wir die Mission gleich an. Und ist da noch ein Auftrag? Wow. Okay. Schuld war nur der Tee. Bringt 5 Bekanntheitsgrad. Und was braucht der alles? Zwei Kammerdiener, ein Techniker, eine Wache. Ich glaube, das mache ich kurz vorher. Das scheint einfach zu sein. Oh ja, Zeit weiterlaufen lassen. Hier rauscrollen. Strom sieht soweit gut aus. Leichensäcke haben wir auch nicht allzu viele. Was sagt die Minimap? Wir haben Leute in unserer Basis, die haben aber schon einen Tech. Oh, und wir brauchen mehr Betten hier vorne. Die scheinen ja doch recht häufig genutzt zu werden. Niem, niem, niem. Wie machen wir das am besten? Wir könnten hier noch eine Kaserne ranhängen. Oder warte mal. Hier. Kaserne. Bauen das hier einfach aus. Das sieht echt mies aus. Aber gut, ja, wir bauen das einfach aus. Machen das mal dahin. Ja, nicht alle. Aber ein paar. Das reicht mir. Und dann bauen wir die Betten nachher so um, dass hier und da eine Reihe von Betten ist. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Also ja, man kann die Betten auch so hinstellen, dass man nur von einer Seite rangehen kann. Aber gehen dann zwei Leute von dieser Seite ran oder kann man das untere nur von rechts und das obere nur von links betreten? Wäre zwar albern, aber könnte man dem Spiel zutrauen. Du wirst verwirrt, du bitte auch. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Und du sowieso. Sehr gut. Warnung, feindliche Personen in Basis entdeckt. Ja, das wird er hier sein. Das wird gebaut, Spinte haben wir genug. Wie sieht es bei unseren Leuten aus? Ihr werdet ausgebildet. Wir können ruhig noch einen Techniker mehr nehmen. Kammerdiener müssten eigentlich auch ausgebildet werden. Können wir hier noch mehr? Ah, okay. Ich höre schon den Hubschrauber, der dürfte unsere Jungs abholen. Wo war der Hubschrauberlandeplatz? Da. Oh, nee, der hat was vorbeigebracht. Und zwar die da. Pause. Ein schlechter Mafia-Ermittler. Ja, okay. Ja, eigentlich nicht Mafia, sondern Mavia.
Sicherheitstür wurde umgangen. Wo denn? Achso, hier bei der Kaserne. Ja, das ist vollkommen okay. Und irgendwie, obwohl wir so viele Kammerdiener angeblich haben, sind die nie da, um die Leute hier zu vergraulen. Was macht ihr hier draußen? Ihr schleppt Koffer hin und her. Das ist nicht euer Job. Nicht wirklich. Das können auch die Hiwis machen. Also ja, wir sollten vielleicht ein paar von den Wachen wegnehmen. Die sind ja eh primär nur dazu da, Geld zu verdienen. Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Und dafür viel mehr davon nehmen. Maximale Bedienstetenzahl überschritten. So. Oh. Toll. Unseren hat's erwischt und der Agent ist... Hey! Stopp. Du fließt mir nicht aus der Basis. Wo ist Kane? Kane ist... Oh, gar nicht so weit weg. Das könnt ihr schaffen. Du bring mal den da um. Warum? Kane? Das ist Befehlsverweigerung. Komm, du sollst... Okay, lauf halt dahin. Warum kann ich dich nicht... Ah, noch also. Du bring den bitte um. Ihr steht jetzt alle vor der Tür rum. Das ist nicht gut. Komm, Kane. Wo bist du? Da oben. Ja, jetzt versucht er von draußen einzubrechen und lässt damit ihn raus. Das wäre gar nicht gut. Komm. Da kommen jetzt noch mehr. Das ist gar nicht gut. Man wird die Leiche sehen. So. Jetzt müssen wir hoffen, dass die nicht schnell genug einbrechen können und dass irgendein Diener ankommt, um den Leichensack da wegzuschaffen. Okay, die müssen jetzt auch alle sterben. Weil die würden sonst sehen, wie der Leichensack vorbeigebracht wird. Naja, nicht einfach das Ganze. Ich hätte hier so gerne eine Schächte in der Wand, wo man die Leichen einfach reinschmeißen könnte und dann landen die irgendwo ganz hinten. Das dürfte doch eigentlich nicht zu schwer zu bauen sein. So. Klick. Wo bleiben die Leute um die Säcke? Okay, mach ich es halt manuell. Ach, der hat schon Tag bekommen. Sehr gut. Du hast auch einen Tag. Heißt, irgendwo ist irgendjemand auf dem Weg, um genau das zu machen. Sicherheitstür wurde umgangen. Ah. Ja, die sehen das jetzt alle. Der hat schon mal Wut bekommen. Der auch. Die bekommen jetzt alle Wut. Aber weil sie wahrscheinlich gleich am Anfang was Verdächtiges gesehen haben, denken sie sich, boah, da muss noch viel mehr in der Basis drin sein. Und laufen weiter rein. Ja, Kane. Darfst du ein bisschen austoben? Obwohl, machen wir es anders. Wir könnten jetzt Alarmstufe anschalten. Aber nee, ich will nicht, dass sie von ihren Pulten weggehen. Oh, verdammt, die Pulte. Weltkarte? Ich lasse die ganze Zeit die Leute hier alle rumwuseln. Also du, los. Okay. Ihr könnt wieder stehlen. Und... Sehr gut. Ja, ich vergesse das immer, dass es ja quasi zwei separate Spiele sind fast. Und man immer wieder auf die Weltkarte gucken muss. So, wir haben jetzt ganz viele Agenten hier. Die haben alle schon Wut. Du, bring mal den um. Und guck mal, ob die anderen damit eingreifen. Also die vom selben Land müssten eigentlich helfen. Aber der Rest könnte eventuell nur daneben stehen. So, die müsste jetzt eigentlich zur Hilfe kommen. Tut sie auch. Die haben sogar Schusswaffen. So. Du stirbst jetzt auch noch. Und ja, ich könnte das auch mit Tags machen. So. Kane. Oder auch nicht mit Tags. Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Das ist nicht gut. Hinterher. Komm. Oh, sehr gut. Das war jetzt die einfache Mission, die nicht wirklich irgendwas gebracht hat, außerhalb Bekanntheit. Und wir sind inzwischen ziemlich harmlos. Sehr gut. Wie viele Leute haben wir jetzt noch? Wir haben die 5 benötigten Kammerdiener, ein Arbeiter, ein Techniker und 4 Wachen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Probieren wir es einfach mal. Los. Raus. Und zurück zur Basis. Kommt schon, ihr müsst doch die... Die hat Stöckelschuhe an und läuft durch die Wüste. Warum kommt sie da nicht hinterher?
Kane. Ah, das Passing. Die laufen jetzt alle in so einer Ameisenlinie hinterher und behindern sich dabei. Ja, die ist weg. Aber jetzt können wir mal beobachten. Also, sie ist von Mafia oder Mafia. Das ist hier, rot. Ich lasse die Zeit einfach mal weiterlaufen und guck, wie der Sprung da ist oben. Die müsste jetzt eigentlich im Hubschrauber sein. So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. Die sehen irgendwas Verdächtiges, springen in den Hubschrauber, fliegen nach Hause, berichten das Ganze dann und die Wut springt hoch. Machen wir Pause. Ah, der Hubschrauber ist noch da, okay. Ja, ich muss die ganze Zeit drauf bleiben. Ich würde ganz gerne jetzt mit dem Cursor genau auf die Linie gehen da oben, um zu gucken, wie weit das vorspringt. Habt ihr das gesehen? Das war von hier nach da. Absolut lächerlich. Gut, das können wir also ignorieren. Kane, du darfst wieder hier vorne hingehen. Und sobald der Leichensack da endlich mal weggebracht wurde, können wir die Tür auch wieder aufmachen. Kann Kane jetzt eigentlich rein? Dreierpunkt Tür macht, kann nur von einer eigenen fiesen Person benutzt werden. Also nee, Kane dürfte nicht rein dürfen. Oh, aber der Sack wird abtransportiert, sehr gut. Zweiertür. Das ganze Zeug auch endlich reintransportiert werden. Sehr schön. Der Tourist sollte da irgendwann nochmal raus. Und wir haben Gold hier vorne, sehr schön. Und es ist schon eine zweite Reihe Gold. Schaut es hier unten aus? Auch zwei Reihen Gold. Sehr schön. Wird ja langsam. So, die Pulte hier unten sind nicht besetzt. Das kommt aber auch, weil wir momentan recht viele Verluste haben. Und nur alle 60 Sekunden neue Arbeiter kommt. Also pro Folge 15 Stück. Und pro Folge sterben meistens mehr, gerade wenn wir auf der Weltkarte so viel machen wollen. Wie schaut es hier aus? Oh, die Mission ist gleich fertig. Da bleiben wir doch gleich mal auf der Weltkarte. Und es bringt nur einen Bekanntheitsgrad, das ist ja komisch. Obwohl es ein höheres Risiko hat als diese Billigmission da eben. Okay, Daumen drücken, Daumen drücken. Gib mir Erfolg, sehr schön. Wut ist auch noch okay, also könnt ihr hier gleich verstecken. Also ihr könnt euch da gleich verstecken. Ihr bekommt dafür dann noch zwei neue Wachen, einen neuen Techniker, einen neuen Konstrukteur. Die da unten... Oh, du versteck dich mal. Wir haben hier richtig viele Sachen aufgedeckt, obwohl nur ein einziger in jedem Land was gemacht hat. Also hier unten sehe ich jetzt zwei Missionen, hier sehe ich zwei Missionen. Das ist ja echt praktisch. Was haben wir denn hier? Ich sehe was, was du nicht siehst. Bringt 10 Wut, 5 Bekanntheitsgrad. Braucht 6 Arbeiter, 1 Techniker. Aber das können wir auch gleich mal angehen. Aber ich will jetzt gar nicht so viele Missionen auf einmal machen. Erstmal würde ich eigentlich ganz gerne so eine Folge lang dafür sorgen, dass unsere Leute schneller wieder auf den richtigen Stand kommen. Also wir genug Bedienstete haben und auch genug richtig ausgebildete Bedienstete. Das heißt, jetzt gucken wir erstmal, was wir noch so an der Basis bauen könnten. Oh. Warum werden die beide besetzt? Ich glaube nicht, dass wir zwei davon brauchen. Wie mache ich das am besten? Ich will, dass nur einer davon besetzt wird. Wenn ich das Ding jetzt aber auf Rot schalte, wird keins besetzt. Komisch. Na gut, dann muss das hier halt abgerissen werden. Oh, und da hat gerade was rot geblinkt. Nicht gut. Achso, nur einer, das geht ja. Und hier? Auch nur einer. Oh, ich liebe die Wachen, die sind echt genial. Haben wir fast keine Verluste mehr von. Ja, hier ist ein Feindlichter-Agent aufgetaucht, hat uns eine einzige Wache gekostet und ist danach sogar wieder verschwunden. Sehr schön.